Hallo, zurück mit einem neuen Video. Diejenigen, die mir auf Twitter und Snapchat folgen, haben sicherlich mitbekommen, dass es mir die letzte Zeit nicht so gut ging, dass ich auch im Krankenhaus lag und so. Ich erkläre es auch alles auf meinem zweiten Kanal, falls ihr genauer wissen wollt, warum keine Videos kamen. Aber jetzt geht es mir schon besser und deswegen bin ich zurück mit einem neuen Video. Ich habe vor, eine kleine Änderung an meinen Haaren zu machen, nach langer, langer Zeit mal. Ihr seht, das sind jetzt so meine Haare im Naturzustand und hier unten habe ich noch ein bisschen was von der Färbung von vor 4 Jahren oder so. Also es ist nur noch ganz leicht und schon ziemlich ausgeblichen, aber ansonsten ist alles meine Naturhaarfarbe. Ich hatte einfach letzte Zeit so Lust auf was Neues und Frisches und einfach Lust, mich ein bisschen zu verändern. Und deswegen habe ich jetzt den Entschluss gefasst, was machen zu lassen, und zwar nicht nur Spitzen schneiden. Ich dachte, weil sich so viele immer so für Haarvideos interessieren, nehme ich euch einfach mit und zeige euch auch ein kleines Vorher-Nachher. Und ja, ich würde sagen, wir switchen einfach mal vor zum Zwischenergebnis. Ihr könnt sehen, hier wurde jetzt schon einiges gemacht. Ich bin so gespannt, ne? Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, wie es aussehen wird. So. Hier wurde jetzt noch so ein Öl auf die Haare aufgetragen, was nochmal Shine and Light. Genau. Die Haare nochmal auf natürliche Weise ein bisschen mehr auffällt und das Ganze weicher macht. Und das ist jetzt eingefällt. Mit Beige-Pigmenten. Einen schönen sandigen Ton auch hinzubekommen. Ja, cool. Wie lange muss es dann einwirken? Je nachdem, ist immer von Haarstruktur zu Haarstruktur anders. Also bei so dicken Haaren auf jeden Fall 20 Minuten. Dadurch, dass so eine natürliche Aufhellung ist, gibt es so keinen Richtwert. Ja, okay. Aber was ihr danach noch alles aufgetragen habt. Okay, sie ist erstmal gewaschen. Ich glaube, als nächstes. Okay. Ich glaube, die beiden Schnitten. Weil wir vorhin immer so Grobschnitt gemacht und jetzt geht deine Schwester noch mal rein, mehr Stufen und so reinschneiden. The Ring. Aber wirklich. So, ihr seht, das ist das Ergebnis. Ja, ich weiß doch nicht genau, was ich davon halten soll. Und zwar hatte ich auf jeden Fall eine gewisse Vorstellung, als ich zum Friseur gegangen bin. Und ich hatte ihm auch ein Bild gezeigt, wie ich es haben möchte. Also ich wollte halt diese Balayage-Technik, so, so Highlights-mäßig, die halt nach unten hin noch stärker werden. Und ich muss sagen, es war so, als die das erste Mal meine Haare gewaschen hatten und dann angefangen haben zu föhnen, ich habe den Schock meines Lebens gehabt, ne? Ich dachte mir immer so, scheiße, ist da was hast du getan? War viel zu hell und viel krasser, als ich es eigentlich wollte. Und dann war ich erstmal so, okay, was machst du jetzt? Was mich halt hauptsächlich gestört hatte, war, dass die hier oben, also hier vorne schon, so ganz krasse helle Strähnen drin hatten. Also hier war wirklich so abgehackt, plötzlich wurde es richtig hell. Und dann habe ich es Gott sei Dank gesagt, dass mir das halt vorne nicht so gut gefällt und dass ich lieber noch einen sanfteren Übergang haben möchte. Und dann haben sie danach, das habe ich jetzt nicht extra noch gefilmt, nochmal eine Tönung drauf gemacht, vor allem hier vorne und hier in dem oberen Bereich, die ungefähr meine Haarfarbe hat. Und danach sah es dann halt so aus. Es ist halt wirklich nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte. Also ich blende euch mal hier ein Foto ein, wie ich es mir so vorgestellt hatte, wie ich es haben wollte. Und er hat mich dann halt so beraten und meinte halt, dass der Farbton nicht so ganz zu meinem Hautton passen würde. Vor allem, er hat ganz einfach noch so gemeint, so, ja, ich würde es halt erstmal so leicht machen, bla bla. Und dann meinte ich so, ja, aber ich möchte schon, dass man einen Unterschied sieht, weil ich hatte Angst, dass es am Ende so umsonst gefärbt ist und man sieht so fast gar keinen Unterschied und so. Aber dass man so einen Unterschied sieht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass es halt wirklich mehr so Strähnen sind, also mehr Highlights, und jetzt ist halt so, dass wirklich
hier unten, das ist alles hell. Wisst ihr, wie ich meine? Aber je länger ich mir das so angucke, desto besser gefällt es mir eigentlich. Und ich glaube, das ist alles eine Gewöhnungssache. Und er meinte auch zu mir, dass ich auch ein paar Haarwäsche abwarten muss, weil dann wird das Ganze auch nochmal weicher und wirkt nicht so krass irgendwie. Ich habe auch ewig keinen Mittelscheitel getragen, dadurch wirkt das Ganze noch ungewohnter für mich. Und es ist auch ein gutes Stück abgekommen. Ich saß insgesamt über 5 bis 6 Stunden im Friseur. Also es hat schon ein bisschen länger gedauert, aber das war auch hauptsächlich dann so die Einwirkezeit. Und dadurch, dass ich halt dann nochmal habe was tönen lassen und so, hat es schon ein bisschen länger gedauert. Viele werden sich wahrscheinlich auch fragen, wie viel es gekostet hat. Und zwar habe ich für alles, also für Schneiden, Waschen, Färben und für so eine, ich weiß nicht genau, was das war, irgendwie so ein Gloss oder irgendwie so eine Kur, die er da noch draufgelegt hat, habe ich 170 Euro gezahlt. Ja. Ich blende jetzt hier nochmal das vorher ein, damit ihr einmal direkt nebeneinander sehen könnt, wie der Unterschied ist und darüber wirklich vergleichen könnt, was anders ist. Naja, jetzt interessiert mich auf jeden Fall, wie findet ihr es? Ah, ich glaube, die Meinungen werden voll gespaltet sein. Also ich glaube, vielen wird es nicht so gefallen. Aber ich glaube, es ist auch echt eine Gewöhnungssache. Ich hatte einfach mal wieder Lust, was zu verändern. Und ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe, weil ich brauchte irgendwie was Frisches einfach. Weil ich kenne das, wenn man einfach nicht mehr sein Spiegelbild ertragen kann, weil es das ist, was man sich seit Jahren immer anguckt. Und es ist immer das Gleiche. Und irgendwann will man einfach was Neues angucken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja. Schreibt mir auf jeden Fall, wie ihr es findet. Also eure Meinung interessiert mich wirklich sehr. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht auf die auch noch eingehen. Und schreibt mir, ob ihr vielleicht wollt, dass ich in Zukunft dann irgendwann eine Haarroutine neue drehe. Meine letzte ist ja jetzt schon sehr, sehr lange her. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!